Lichtgeschwindigkeit 762, 17. Januar 2011, ein einmaliger Tag in der gesamten Weltgeschichte. Und dass wir uns hier treffen, ist das nicht ein Zufall. Keiner will ihn hören, keiner sieht ihn an. Hunde knurren um den alten Mann. Barfuß auf dem Eise wankt er hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm nimmer leer. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Das Streiflicht in der Süddeutschen Zeitung, tägliche Glosse mit nicht genanntem Autor. Ein spielerisches Einleitungsteil für alle, die beim Frühstück sich erheitern wollen. Ich habe das jahrelang in München leben täglich genossen. Grüße schön, liebe Oberbayern. Zweiter Platz reicht auch für die Champions League. Heute ist nicht die Frage, wie jetzt ein Kommentator hier hereingeschrieben hat, die Zeitungen sind immer von gestern, ja klasse, toll. Also wenn ich aus dem Fenster gucke, ist das auch ganz neu, aber was sagt das? Und also das Streiflicht hat die IT-Revolution um drei Ecken, ich möchte es mal so sagen, da wird beschrieben, hier, Süddeutsche Zeitung, Montag, 17. Januar 2011, das Streiflicht, immer hier. Und dann wird beschrieben, dass man schon im 18. Jahrhundert kleine Roboter bauen konnte, kleine Automatikfiguren, die ganz viele Gelenke hatten und unsichtbare Getriebe, Vögelchen, die mit den Flügeln wackelten und einer sogar vermochte Körner zu picken und dank einer chemischen Reaktion in ihrem künstlichen Darm als naturgetreue Scheiße wieder ausscheiden. Gut, worauf es hier ankommt, ist der Gag des IT-Kritikers hier beim Streiflicht der Süddeutschen Zeitung. Der schreibt dann am Ende, die Schlangen bei den Selbstbedienungsläden vor den Automatikzahlkassen sind ganz lang, weil die Leute bei der Bedienung des Automaten nicht klarkommen. Und hier liegt jetzt das Wunder, dass die Robotik, die Maschinisierung die Arbeitsplätze vernichtet. Hier ist also jetzt der Hammer, nämlich darin liegt der Sinn, auch bei IKEA Schweden, der Sinn, als sie vor 2 Jahren in Deutschland ihre ersten Selbstbedienungskassen aufgestellt haben, seitdem staut es sich vor genau diesen Geräten, weil eine gehörige Anzahl von Kunden sie leider nicht versteht. Leider, Fragezeichen, zum Glück fürs Personal. Es kann nicht gefeuert werden, es ist voll beschäftigt, jene Kassen zu erklären. So, also wir haben nunmehr Leute, die die Bedienung von Computer, von WikiLeaks, von Counter-Strike und so weiter einführen müssen, schafft Arbeitsplätze. Und das ist meine Überleitung hier zu dem Thema in der Süddeutschen Zeitung heute. Die ist jetzt ausgewählt und geehrt durch die Lichtgeschwindigkeit, nämlich im Feuilleton war das auf der zweiten Seite. Hier. Seite 12, Süddeutsche Zeitung, Montag, 17. Januar. Nachrichten aus dem Netz und da heißt es, das Internet kommt einem ganz gelegen vor wie eine narzisstisch gestörte Person, die bei jedem beliebigen Thema das Gefühl hat, es sei in Wahrheit von ihr die Rede oder sollte es jedenfalls dringend sein. Das Internet gibt es natürlich nicht. Gemeint ist seine debattierende Klasse, die nun nach den Ereignissen in Tunesien, wie schon bei den Krisen in Moldawien und im Iran, in erster Linie über die Rolle des Netzes diskutieren möchte. Ein Paradebeispiel liefert Nate Anderson, dessen Artikel auf der Technik-Website Ars Technica schon in der Überschrift verkündet, man habe die Tyrannen aus Tunis heraus getweetet, also Benutzung von Twitter, und dann die Helfer aus der Welt des Digitalen und ihre Beiträge rühmt.
Denn diesmal gibt es noch mehr Kandidaten, deren Copyright-Stempel manche der Revolution gerne aufdrücken würden. Neben der Twitter-Revolution war auch schon von der Facebook-Revolution oder der WikiLeaks-Revolution oder der Julian Assange suggerierten Idee, er könne den Sturz von Präsident Ben Ali für sich reklamieren, weil die von ihm veröffentlichten Depeschen aus der US-Botschaft in Tunis das dekadente Gesicht des Regimes enthüllt hätten. Das war den Tunesiern allerdings auch vorher schon bekannt. Richtig ist wohl, wie Clay Shirky sagt, der sich das Konzept, aber nicht den Begriff der Twitter-Revolution auch diesmal empathisch zu eigen macht, dass soziale Medien erneut zur Information der Revoltierenden und der Außenwelt und in bescheidenem Umfang auch zur Organisation der Aufständischen gedient haben. Richtig ist ferner, dass das Regime in Tunis sich in den vergangenen Wochen in einer Art Cyberkrieg mit Dissidenten im Netz und deren Unterstützern verstrickt hatte. Sperrungen kritischer Websites und Repressionen gegen tunesische Mitglieder der Piratenpartei konterte die Hackergruppe Anonymous mit Denial-of-Service-Attacken, die offizielle Internetauftritte lahmlegten. Durch Evgeny Morozov hantiert überzeugend mit Ockhams Rasiermesser, wenn er in seinem Blog bei Foreign Policy fragt, ob die Ereignisse in Tunesien auch ohne Facebook und Twitter stattgefunden hätten. Zitat, wenn die Antwort ja lautet, dann war der Beitrag, den das Internet geleistet hat, unwesentlich. Darum kommt man nicht herum. Dieser Logik folgend sollten wir nicht ähnliche Ergebnisse in anderen Ländern erwarten, bloß weil es dort auch lebendige Gemeinden von Cyberaktivisten gibt. Sein Kollege Ethan Zuckerman schätzt die Rolle des Internets vor allem in der Information der Bevölkerung vorbei an staatlich zensierten Massenmedien zwar als durchaus bedeutend ein, findet aber, dass sich die Diskussion zu sehr auf Auslöser und Mittel anstelle von Ursachen verenge, aber jeder Versuch, eine massive politische Verschiebung einem einzigen Faktor zuzuschreiben, ob technologisch, wirtschaftlich oder etwas anderem, ist schlicht unzutreffend. Die Tunesier sind wegen Jahrzehnten der Frustration auf die Straße gegangen, nicht in Reaktion auf eine WikiLeaks-Depesche, einen Denial-of-Service-Angriff oder ein Facebook-Update. Vielleicht wird man sich am Ende nur auf die etwas banal erscheinende Erkenntnis verständigen können, dass Revolutionen stets nur unter den Bedingungen der gerade herrschenden Kommunikationsverhältnisse gelingen oder eben scheitern können. Eine Revolution 2011 wird in einem auch nur halbwegs an die Moderne angeschlossenen Land deswegen notwendigerweise auch auf Twitter und bei Facebook stattfinden, was aber noch lange nicht heißt, wegen Twitter oder Facebook. Niklas Hofmann in der Süddeutschen Zeitung relativiert also die Benutzung von Echtzeitmedien der IT-Technologie. Ich möchte dazu sagen, die Titelseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heute zeigt ganz eindeutig Sturz oder Umsturz. Hier so ein abgerissenes Plakat von Ben Ali in Tunesien. Und die Überschrift hier im Titel der Flucht Ben Alis aus Tunesien sollen Neuwahlen folgen. Interessant finde ich noch, dass dieser Ben Ali mit seinem Flugzeug von Tunis versuchte nach Paris zu fliegen. Man hat ihm dort, nachdem er jahrelang unterstützt wurde von Frankreich, die Landeerlaubnis verweigert, sodass er dann nach Saudi-Arabien musste. Also er ist nicht direkt nach Saudi-Arabien, sondern wollte eigentlich nach Frankreich. Das finde ich interessant. Titelfoto Frankfurter Allgemeine Zeitung hier, abgeguckt bei der Taz, nämlich das haargenau das gleiche Foto. Farblich etwas bunter hier bei der Taz, wie sie das wohl gemacht haben, wahrscheinlich mit einer IT-Drucktechnik. Und die Taz bringt aber dazu auch nicht mehr als das, was wir an sich schon wissen sollten, nämlich die sogenannte Revolution in Tunesien löst jetzt nicht die Probleme. Die Probleme der Arbeitslosigkeit, der Verteilungsproblematik, der Integration aller Menschen der Gesellschaft. Und zwar das besondere Kennzeichen hier ist jetzt Tunesien, hat eine größere Alphabeten, also lesen und schreiben können, Dichte als Deutschland. Tunesien hat ein sehr gut funktionierendes Bildungssystem, es hat einen ganz hohen Anteil der jungen Menschen an Studierten und diese ganzen Arbeitslosen sind studierte Leute. Das ist also nicht Pariser Vorstadt, wie uns das in dem Aufstand dargestellt wird. Zunächst, das ist ein Milieu der Universitäten und die Feindbilderklärung, dass eine Revolution sein muss, weil Bestechung und Unterwerfung durch die Regierung Ben Ali, Diktatorenschaft, keine Demokratie in Tunesien herrscht. Die Idee, dass wenn man die weghaut,
dass dann die Probleme gelöst werden. Das ist jetzt sozusagen die Haut der Zwiebel, die wir abziehen. Sie sehen, die Probleme sind nicht gelöst. Sie sind auch nicht mit der IT-Revolution, sie sind nicht als Twitter oder als Facebook oder als WikiLeaks-Mitteilung oder sonst wie Kommunikation zu lösen, sondern hier ist jetzt der nächste Schritt, den wir alle vor uns sehen, wo der hinführen kann. Was wollen wir? Was können wir? Also, heute das Freipflicht in der Süddeutschen Zeitung, Arbeitsplätze, Beschaffung durch Anlernlehrer für Internetbenutzung und automatische Kassen. Ich frage lieber hobbymäßig auf dem S-Bahnhof vor dem Automaten jemanden, der gerade eine Karte gelöst hat, wie ich das machen kann. Und dann gehe ich wieder zu meinem Auto, das ich wild geparkt habe, weil ich Autofahrer bin. So, ahoi.